Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Stream. Ich wollte gerade Let's Play sagen. Wow. Ich bin wieder so halbwegs gesund. Meine Stimme ist wieder fast okay. Und. Also, sie ist schon okay. Aber ich sag mal so: Antibiotikum hat gut angeschlagen und ich freue mich, dass ich jetzt heute wieder streamen kann. Ich freue mich sehr. Wir werden heute zusammen im Palia das Haus bauen. Ihr werdet gleich sehen, es hat sich eigentlich voll viel verändert. Ich habe nämlich die Tage, wo ich so ein bisschen schlapp war, schon mal so ein bisschen außen an dem Haus gearbeitet. Und es sieht jetzt komplett anders aus. Ich habe ein neues Haustier. Ich habe mir diesen süßen Hasen hier geholt, diesen Eulenhasen. Und ich habe tatsächlich mir das Wald, wie nennt man das denn? Den Waldskin für, wie nennt man das? Für das Grundstück geholt. Dass es ein bisschen mehr nach Wald aussieht hier um uns herum. Das alles hier gehört zu meinem Haus. Ich habe ganz viele Bäume gepflanzt. Ich habe Blumen gepflanzt. Und ich freue mich. Ich freue mich, dass ich jetzt. Ich habe am Anfang gedacht, woher kriege ich diese scheiß Blumen? Ich will das auch. Das sieht nämlich geil aus. Aber ja. Jetzt habe ich sie. Und jetzt wächst und gedeiht es. Und ich bin der Meinung, manche Pflanzen, die nicht mehr gegossen werden müssen. Ich muss mal gerade ganz kurz gucken, ob ich hier jetzt gerade ein Exemplar finde, wo ich das demonstrieren kann. Ich glaube, wenn man die oft genug gießt, da. Samen holen. Kann man sich, ja, dann vermehren die sich sozusagen, die Blümchen. Richtig, richtig cool. Ja, ich werde mich ab und zu muten, weil ich husten muss. Das gehört zu der Genesung dazu. Deswegen nicht wundern. Ich hoffe, dass ich es hinkriege, dann auch das Mikro wieder anzuschalten. Nicht so wie beim letzten Mal. Aber heute soll sich alles so ein bisschen um den Hausbau drehen. Kann ich euch den Bauplan einmal zeigen, was ich meine? Aber ansonsten sieht mein Haus von oben jetzt gerade so aus. Ne? Also quasi Eingangsbereich und Wohnzimmer. Hier Schlafzimmer, Büro, Bad. Hier ist Küche. Nee, doch, das hier ist Küche. Das hier quasi gehört auch noch mit zur Küche, Abstellraum sozusagen. Und hier ist dann Esszimmer. Genau. Mit den Flurabschnitten muss ich nochmal gucken, weil ich nämlich der Meinung bin, dass ich das ein bisschen verwinkelter hätte. Gerne. Da muss ich aber nochmal schauen. Da gucke ich denn, wenn es soweit ist, wenn der Abschnitt da fertig gebaut ist. Ich glaube, es dauert auch nur ein paar Minuten. Ja.
Yes. Okay. Muss ich einmal ganz kurz an die Werkbank. Ah, perfekt. Holzboden. Wie viele hatten wir da jetzt von gebraucht? Stell jetzt einfach nochmal 20 Stück her. Okay. Crazy. So. Und jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Kann ich den jetzt hier? Geil. Okay. Finde ich eigentlich echt cool. Sieht mit Deko natürlich alles noch ein bisschen besser aus nachher, aber grundsätzlich finde ich nice. Dann hätte ich hier Platz für Tannenbaum später. Ja. Finde ich sehr cool. Ah, der Dings, der Flurabschnitt ist fertig. Geilo. Richtig gut. Möchte nämlich gerne. Den hier. Das Pavillon einmal wegnehmen. So. Und mit dem Flurabschnitt weiß ich noch nicht, was ich mache. Das ist ja auch noch nicht, der ist ja auch noch nicht fertig. Aber dass ich hier dann sozusagen ein Zwischendings habe, bevor ich ins Bad gehe, ich glaube, das finde ich ganz cool. Da kommt dann überall noch Deko rauf und dann flackert das auch nicht mehr so doll. Ich habe natürlich auch Tutorials angeguckt. Natürlich. Ich wusste gar nicht, wie ich hier irgendwas gestalten soll. Bin normalerweise immer sehr kreativ, aber so einen kleinen Schubser habe ich dann doch gebraucht. Habe ich sonst noch was? Das ist auch echt cool. Das finde ich ganz cool, wenn das da steht. Wie groß ist das? Oh, das geht ja auch noch klar. Das ist ja auch süß. So, dann. Ist auch noch relativ klein. Das kann dahin. Hat auch irgendwas. Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich eigentlich voll cool. So, in die Ecke. Obstkorb. Auch richtig nice. Bin so froh, dass ich den bekommen habe bei dem Fest. So, der kommt dann nämlich hier so in die Ecke. So. Aber ansonsten ist das erstmal mein Eingangsbereich. Sieht doch eigentlich echt cool aus. Mache ich das draußen gleich nochmal schön, die Veranda. Und dann gucke ich mal. Also, was haben wir denn da? Was kann ich denn da sozusagen platzieren? Guck mal, ich habe das, das und das. Ein Hocker. Das Tier. Was habe ich dann noch? Ansonsten habe ich jetzt nicht wirklich was. Ich kann das Schachbrett noch mal draußen platzieren. Vielleicht auch Feuergrube. Muss mal gucken, wie die aussieht. Habe ich noch nicht geschaut. Steinstapel auf jeden Fall. Das ist cool.
Das kann ich auch noch draußen platzieren, so eine Pflanze. Obwohl, warte mal. Ich glaube, ich platziere lieber die hier auf der Veranda. Wo war da jetzt das andere? Da. Hier, ein davon kann ich da noch platzieren. Ist voll okay. Gut. Trotzdem gehe ich jetzt einmal ganz kurz an die Werkbank. Und, also nicht an die Werkbank, sondern hier an die Modifikationsstation. Und guck mir einmal an, welche Farbe ich vielleicht haben möchte. Weil das Standardding ist nicht so meins. Ja, mir gefallen halt einfach die Sachen hier unfassbar doll. Ich glaube, ich mache alles in dem Ton. Ah, der ist sogar schon in dem Ton. Perfekt. Ja, der bleibt so. Feuerschale habe ich auch schon angepasst. Nicht der Meinung. So. Ja, doch. Okidoki. So. Der Tisch kann hier so hin. Und der Sessel, der kommt dann hier so dran. So, das passt. Kommt dann so ein Schachbrett drauf. Stylisch. Hier packe ich so einen Steinhaufen drauf. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das zu bedeuten hat. Egal. So. Wie das aussieht, also wirklich. Ja, doch. Kann man machen. Wenn man denn hier so reinkommt. Sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Mir fällt halt auf, ich brauche super viel Deko. Also viel, viel mehr Deko, meine ich. Was hatte ich denn normalerweise? Ich glaube, ich hatte die Sachen hier. Ja, im Wohnzimmer. Ich habe doch, ich muss mal gerade ganz kurz was gucken. Grundsätzlich hatte ich ja vorher auch schon diese Ranch-Haus-Sachen.
Na, den müsste ich nochmal einfärben. Ich platziere den trotzdem und dann hole ich gleich nochmal Nachschub von diesen Dingern. So. So geil. So ein Mülleimer. Braucht man ja vielleicht auch mal, wa? Das ist so geil. Ich liebe dieses überdimensional große Kuscheltier. Das ist so nice. Ich auch den hier da so rüberstellen. Das ist vielleicht auch noch mal besser. Das Spiel nehme ich schon seit mehr als 2 Wochen durchgängig, jeden Tag mindestens 7 Stunden spielst. Dann schon. Dann schon. Ich glaube, ich brauche mehr Material. Ich glaube, ich kann jetzt langsam die ganzen Sachen nicht mehr herstellen, die ich wollte. Das Sofa ist auch so geil. Aber es ist jedes Mal schön, dir wieder zuzuhören bei BO6. Erst ist es so richtig entspannt. Kommst du von der Arbeit, freust dich auf das Game. 10 Minuten später ist der Tisch schon wieder kaputtgeschlagen. Die Kopfhörer liegen in der Ecke. Ich möchte dieses Bett auf jeden Fall herstellen. Wir müssen auf jeden Fall heute noch ein bisschen was anderes machen, außer gestalten. So. Jetzt muss ich ganz kurz was gucken. Ach, okay, das kann ich gar nicht. Na, das ist alles Falsche. Was ist denn das? Bin blind. Ich habe hier so viel. Wo ist es? Wo ist es? Ich hatte doch davon eben noch eins. Ich hatte doch davon noch eins. Ach so, hier sind ja auch nur die Teile drin, die ich gestalten kann. Keine anderen. PO6 entspannt komplett. Ah, sehe ich jetzt nicht so. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so. Ja. Warte mal. Da. Da sind meine anderen Sachen. Da, das brauche ich. Das brauche ich. So. So. So als Rundung. Das wollte ich machen. Also da werde ich auch garantiert Bücher reintun. Safe. Und dann brauche ich nur noch hier Pflanzen für die Ecke. Große. So am besten sowas hier.